Hallo Zwilling, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für den Monat Februar steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Zwilling. Starke Energie bei dir, Zwilling. Also sehr wichtige großen Arkana hier gerade tatsächlich. Also hinter dem Deck die Karte die Herrscherin. Also einen wichtigen großen Arkana, Zwilling. Nummer 3. Und ich muss dir sagen, auf meine Uhr ist gerade die Nummer 333 auf die Uhr. Also ich meine jetzt die Nummer 3 scheint jetzt wichtig für dich zu sein, ja. Spricht auch über den Monat März. Auf den Würfeln ist die Nummer 11 und Sternzeichen Steinbock. Hier habe ich Sternzeichen Waage, Sternzeichen Stier, einen wichtigen großen Arkana, Zwilling, ja. Das ist die Königin, alle anderen Königinnen. Das kann hier, es kommt jetzt ziemlich drauf an, wir müssen schauen, Zwilling, weil diese Energie kann, also spricht natürlich für dich, also wir reden ja für dich, für Monat Februar. Also das ist einfach jetzt hier eine wichtige Energie, viel Kreativität, sehr viel Reichhaltigkeit, viel Fruchtbarkeit. Du siehst, die Herrscherin ist eine Person, die auch schwanger ist. Man kann hier auch eine Schwangerschaft sehen. Nochmals die Nummer 3 hier wichtig. Ja. Eine Person ist eine Mutter irgendwie, kann natürlich auch über einen Vater reden. Ein Mann kann auch diese Energie hier haben, ja. Die reden über eine liebe Person, eine Person, die sich um alles kümmert, die Familie, die Arbeit. Ja. Das kann für dich eine neue Person sogar auch sein, ja, Zwilling. Also das kann eine neue Person sein, das kann deine eigene Mutter sein, das kann einen Wunschpartner sein oder wie auch immer. Natürlich auch deine Energie. Es kommt jetzt auf jede Situation drauf an und wie du das für dich spürst, ja, wie du das spürst. Weil, wie gesagt, es spricht für uns alle nicht gleich, ne? Also, die Herrscherin für kommenden, für Monat Februar, ich meine, es ist nicht selbstverständlich, ja, Zwilling. Das ist nicht selbstverständlich, wenn wir es jetzt so sehen wollen, ja. Ich spüre hier eine wichtige Situation irgendwie. Und schau mal, die Karte der Mond. Ich spüre hier eine wichtige Seelenverbindung, ja. Eine wichtige Seelenverbindung. Sternzeichen Krebs, Sternzeichen Fischer, Skorpion, Waage, Stier, Schütze. Sternzeichen Schütze, ich bei dir sehr stark zu spüren, Zwilling. Aber ich habe hier, ja, also du merkst ja, ich will dir nur sagen, welche Sternzeichen sich sehr stark zeigen, ja. Ich spüre hier, tja, dieses Gefühl ist hier eine sehr emotionelle Energie, sehr emotionell, sehr, die Intuition ist hier. Also ich habe hier schon eine Person, die sehr intuitiv ist. Sehr emotionell, sehr, ja. Eine wichtige Seelenverbindung gibt es hier mit der Karte, die Karte der Mond und die Herrscherin, ja.
Eine sehr wichtige Seelenverbindung tatsächlich. Ich kann ja hier über Seelenpartner reden oder Zwillingsflamme für eine Gruppe. Du weißt ja, für mich ist das nicht wichtig, weil oft ist das so, dass diese Menschen in unserem Leben kommen, damit wir in unserem Prozess, in unserer Entwicklung weiterkommen. Ja, einfach nur dafür und mehr ist das nicht. Ja. Die Menschen denken, wir müssen mit unserem Seelenpartner oder Zwillingsflamme bleiben. Ja, ein Teil ist das wahr. Ja, ein Teil ist das, aber nur wenn die Beziehung irgendwie beide Menschen, wie sage ich, also dieses Geben und Nehmen oder wenn dieses gegenseitig ist und nicht einseitig. Ja, wenn ich möchte, aber die andere Person hat Komplikationen oder hat irgendwie eine familiäre Situation, es ist nicht möglich. Ja, also man braucht hier nichts zu zwingen. Ja, wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Zwingen ist nicht ja, also entweder klappt es oder klappt es nicht. Wenn es nicht klappt, ist, weil man noch in diese Entwicklung ist. Ich bin noch in meinem spirituellen Weg und ich brauche noch Zeit. Zwillingsflamme oder Seelenverwandte sollen nichts zwingen. Ja, das ist nicht der Sinn der Sache, dass man zwingt. Das ist mein Seelenpartner, mein Zwillingsflamme und ich muss. Ja, nee, nee, du musst gar nicht. Du musst ja gar nichts. Ja, du musst nur du um dich fokussieren, um dich konzentrieren. Das ist, was du musst. Du musst glücklich sein. Und das ist, was du musst. Und der Rest wird sich von alleine geben, wenn es irgendwie dafür irgendwie, ja. Also es ist einfach ein interessantes Thema, finde ich. Das mit den Zwillingsflammen oder Seelenpartnern ist immer ein interessantes Thema, weil ich denke, man hat eine falsche Einstellung da oder falsche, ja, was es sein muss. Okay, Augenblick. Zwilling. Der Herrscher zeigt sich auch. Sternzeichen Steinbock, Widder, Stier. Also ich weiß nicht, ob du es gerade merkst, Zwilling. Aber ich habe hier den Herrscher und die Herrscherin kommt in deine Energie. Merkst du was hier? Also der Herrscher und die Herrscherin zeigen sich schon jetzt gerade bei dir. Ich spüre diese wichtige Seelenverbindung bei dir, ne? Das ist eine wichtige Seelenverbindung hier. Ich bilde mir hier nichts ein. Also ich bin mir sicher, in deine Energie bin ich mir sehr sicher. Und wir schauen weiter, weil, ja, wir schauen jetzt weiter. Bitte, Zwilling, schau mal bitte in der Mitte einen Puppe der Schwerter. Puppe der Schwerter ist dein Element, Luftelement wie du. Sternzeichen Zwilling, Wassermann, Waage. Ich muss dir sagen, dein Element ist auch hier gerade schon zu spüren, ja. Das sprichst du über eine Nachricht. Das ist eine Kommunikation, eine kleinere Nachricht. Das ist eine schriftliche Nachricht, ja. Eine schriftliche Nachricht. Diese Karte spricht auch über Information, ja. Ich habe Information. Ich habe etwas erfahren, ja. Eine Wahrheit ist ans Licht gekommen. Etwas weiß ich jetzt. Ja? Schau mal bitte. Die Karte, die diese hier kreuzt, ist die Karte der Turm. Nochmals könnte ich hier für dich über etwas, was man erfährt. Plötzlich kommt irgendetwas ans Licht. Eine Information kommt ans Licht. Etwas erfahre ich. Und das ist für den Monat Februar, wir reden ja für Februar. Also von da aus, jetzt gerade bist du am Nachdenken, oder? Weil es kann möglich sein, dass diesen Turm mit deinem heutigen Tag gar nichts zu tun hat. Ja? Denn das ist jetzt abrupt und schnell. Das ist unerwartet. Von da aus, es kann möglich sein, dass du das noch nicht weißt. Aber tatsächlich, Zwilling, es könnte schon die kommende Woche schon kommen. Die Legung ist für Februar. Heute habe ich der 22. Januar. Heute ist der 22. Januar.
Das heißt, diese Situation, die ich hier für dich habe, könnte sogar in kommende Woche schon ko sein, obwohl noch nicht Februar ist. Aber die Energie zeigt sich ja unerwartet und abrupt. Von da aus könnte jeder Moment sein. Ich rede hier schon über eine Information, die ich bekomme, eine Kommunikation oder etwas, was ich erfahre. Etwas erfahre ich hier. Sei es, weil ich das über Internet erfahre oder ich durch andere Menschen erfahre, also Nachbarn zum Beispiel, weil das könnte auch so eine Situation sein. Etwas erfahre ich hier und das ist das Gefühl, was ich habe. Zwilling, für eine Gruppe hat das natürlich hier auch mit einem Eigentum zu tun, weil ich meine, die Karte der Turm ist ja da. Die Karte, ja, dass wir hier mit Eigentum zu tun haben. Und irgendetwas kommt hier, eine Information kommt hier, weil der Puppe, der Schwerter, du siehst ja, diesen Puppe hier, trägt hier ein Buch. Ja, du siehst mit einem Buch auf der Hand, ja. Das spricht über Information. Das spricht hier in dem Fall über Information. Etwas, was ich erfahre. Das ist einfach so. Und das kann sogar mit einer Mutter zu tun haben. Das kann mit meiner eigenen Mutter zu tun haben. Oder eine wichtige Person für dich, jetzt Zwilling, ehrlich, weil schau mal, ich habe jetzt der Herrscher und die Herrscherin auf dem Tisch. Ich kann hier mit deinem Vater und deiner Mutter zu tun haben. Deinen eigenen Vater, deine eigene Mutter, natürlich. Oder sonst deinem Ehemann, Ehefrau auch. In manchen Fällen spricht das hier für Menschen, die verheiratet sind und etwas erfährt man hier. So ist das. Die Energie hier, sogar, dass irgend doch eine Situation ans Licht kommt. Ja, etwas erfahre ich hier auf jeden Fall. Vielleicht sagst du, ich bin nicht verheiratet und das hat hier mit meiner Mutter nichts zu tun. Dann spricht das über eine Person, die wichtig für dich ist, weil ich meine, immerhin ist die Herrscherin hier. Ja. Und das ist eine Information, die ans Licht kommt. Etwas erfährt man hier. Etwas kommt ans Licht, das ist unerwartet und so fühlt sich die Energie gerade bei dir, Zwilling. Wie du merkst, ja? Zwilling, ich könnte sogar hier auch eine Person sehen, die irgendwie spioniert. Ja, spioniert. Zum Beispiel, wenn das meine Nachbarn sind, in diesem Gebäude leben meine Nachbarn. Mein Nachbarn, ein Nachbarn von mir, beobachtet mich oder spioniert mich. Klar, wenn ich dir das jetzt gerade sage, Zwilling, das musste für dich jetzt ein Ja oder Nein sagen. Also weil du ganz genau weißt, ja tatsächlich, meine Nachbarn spionieren mich. Meine Nachbarn beobachten mich, was ich mache. Und wann ich nach Hause komme, wenn ich das mein Zuhause verlasse, mit wem ich zu Hause bin, wer zum Besuch kommt. Du hast das Gefühl, dass deine Nachbarn doch einen Kontroll irgendwie haben über das, was du machst. Ist interessant jetzt, ja. Also es muss tatsächlich, deswegen sage ich, das muss nicht für uns allen reden. Das redet für dich, wenn du gerade sagst, ja, tatsächlich ist das so. Also ein Nachbarn von mir beobachtet mich. Und das ist deutlich hier, Zwilling, ja? Also, nicht, dass du denkst, ich mache mir hier was vor. Wenn ich dir das sage, ich, weil ich das sehe. Ja? Ja, aber es muss nicht für dich reden. Ja? Wir sind viele Zwillinge auf der Welt. Ne? Es können also die Möglichkeiten für diese Kombinationen von Karten, die wir gerade hier haben, bieten mehrere Deutungen. Ja? Es sind mehrere Deutungen hier. Von da aus. Ich sage nur alles, was ich sehe und etwas kann für dich stimmen oder gar nichts. Ja. Zwilling, ich sehe auch was Neues hier. Die Energie hier zeigt sich neu oder etwas Neues ist hier. Zum Beispiel, stell dir mal vor, bei dir zu Hause geht etwas kaputt. Die Heizung,
irgendein Elektrogerät geht kaputt bei dir, weil der Turm hier könnte nochmals mit diesem Zuhause zu tun haben. Bei mir geht was kaputt, ja, hat mit dem Internet zu tun. Zum Beispiel bei dir ist das Internet jetzt funktioniert nicht. Oder nochmals, die Heizung, Waschmaschine oder irgendein Gerät ist bei dir kaputt gegangen, ja. Und du rufst an, du kümmerst dich drum und Zwilling. Sogar, man könnte sogar denken, die Liebe klopft bei dir an der Tür. Das ist wieder eine andere Möglichkeit, die ich hier sehe. Ja? Also der Techniker kommt nach Hause, zu dir nach Hause. Und das ist für dich deine große Liebe. Das ist eine platonische Liebe. Das, was man so sagt, Liebe auf den ersten Blick. Obwohl wir wissen ja, das existiert ja nicht. Es wäre eine Anziehung, die Anziehung auf den ersten Blick. Weil die Liebe kommt ja nach und nach, ja. Die Liebe ist nicht auf dem ersten Blick. Die Anziehung ist auf dem ersten Blick. Und die Liebe arbeitet man sich, ja. Und das ist täglich und das ist nach und nach und so weiter, ja. Also, Zwilling, ich hole mir mehrere Karten, weil deine Energie ist natürlich ziemlich interessant, ja. Ziemlich interessant. Ziemlich interessant, ja. Wow. Neun der Schwerter. Die Gedanken sind ja da irgendwie. Und du weißt ja, Luftelement wie du, also eine Person, die sehr viel am Nachdenken ist, die Gedanken sind da. Eine Person, die nicht mal so gut schlafen kann, vom lauter Gedanken und so weiter, könnte hier schon sein. Und schau mal, die Hohepriesterin. Also Zwilling, wir haben bei dir eine starke Energie gerade auf dem Tisch. Wir haben viele große Arkane, viele wichtige Arkane. Eine sehr spirituelle Energie gibt es hier schon. Die Karte, die Hohepriesterin und die Kraft. Ja, also ich spüre hier die Gedanken über eine Person. Die Hohepriesterin, Sternzeichen Löwe, Sternzeichen Fische ist auch hier zu sehen bei dir. Die Gedanken, also möglich ist das auch hier, Zwilling, dass einer Person nicht kommuniziert. Ich meine, ich spüre hier schon eine Stille in der Karte der Mond. Gibt es nämlich auch eine Stille, keine Kommunikation. Ja. Ich meine, man hat hier auch mit der Herrscherin zu tun. Und nochmals, Zwilling, die Legung kann sich ja spiegeln. Von da aus bist du die Herrscherin, ja? Also du weißt, was du dir wert bist. Du weißt, was du dir wert bist. Du weißt, dass du dir mit irgendeiner Energie nicht mehr irgendwie dich zufriedenstellen wirst. Du bist ja die Herrscherin. Also die Herrscherin braucht ja auch niemand, ja? Ich brauche ja niemand. Würde ich aber gerne mit einer Person zusammen sein, ja, natürlich. Ja, also das würde ich gerne, aber nicht, weil ich die Person brauche. Ich brauche ja niemand. Ich würde gerne mein Leben mit einer Person teilen, das schon. Aber nicht aus Bedürfnis, nicht aus Abhängigkeit, sondern weil ich gerne natürlich mein Leben mit einer Person teilen würde. Es ist was ganz anderes. Dieses ich brauche dich, ja, als ich würde gerne mit dir mein Leben teilen. Es ist sehr verschieden, sehr verschieden. Augenblick bitte. Also ich denke, Zwilling, irgendetwas wird im Monat Februar für dich geschehen, was du gar nicht erwartest. Ja? Das Gefühl, was ich heute gerade jetzt habe, ist, dass möglicherweise für viele Sternzeichen Zwilling die Situation, die ich hier habe,
Entweder, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder merkst du das jetzt schon, heute schon oder die kommende Woche, wie gesagt. Oder sonst wird es tatsächlich im Februar für dich sich ergeben. Weil ich denke, wir haben hier, es kommt eine neue Situation auf dich zu, Zwilling, die du möglich heute nicht erwartest. Das kannst du mir glauben. Schau mal, hinter dem Deck kam die Karte, das ist ein Sänger. Einen Sänger oder eine Person, die, einen Künstler, eine Person, die selbstständig ist. Nochmals, Zwilling, einen Künstler. Also in manchen Fällen hast du wirklich mit einer Person zu tun, die, oder du bist diese Person, die selbstständig ist, die sehr viel Erfolg auf der Arbeit zeigt. Eine Person, ja, die erfolgreich ist. Ich meine, ich habe wichtige Energie hier bei dir. Top Secret. Es gibt hier einen Top Secret. Zwilling. Es gibt schon hier einen Top Secret. Und schau mal, diese Karte zeigt eine Maske. Du weißt ja, das sind Karten von mir, von meinem eigenen Kartendeck. Hier zeigt eine Maske. Da kennen wir auch uns gut aus, das mit der Maske. In dem Fall so ungefähr, ich rede nicht, es gibt, wird hier nicht gesprochen. Es gibt vielleicht hier manche Geheimnisse. Zwilling? Zwilling, schau mal bitte. Und Zwilling, also die Karte der Mond spricht natürlich auch und überhaupt. Ich habe nämlich hier auch die Karte, die hohe Priesterin, also Geheimnisse sieht man hier schon. Geheimnisse sieht man schon hier. Ne? Schau mal, mit unserer Puppe, in der Mitte, Puppe der Schwerter, habe ich siebende Kelchen. Und du siehst ja hier, zeigt sich eine Schwangerschaft. Also Zwilling, eine Schwangerschaft, ja. Aber schau mal bitte jetzt hier. Ich habe schon von vornherein, wir fangen gerade die Legung für dich an, ja? Und von vornherein habe ich hier schon eine Schwangerschaft. Ja? Die Schwangerschaft zeigt sich hier. Und jetzt muss man schauen, spricht das, für wem spricht diese Schwangerschaft? Das ist die Sache. Ne? Eine Person ist hier schwanger. Und das ist vielleicht hier Top Secret gewesen. Oder das ist eine Situation bei dir, Zwilling, die du nicht wusstest. Irgend so eine Situation zeigt sich hier, eine Schwangerschaft. Okay, natürlich, wenn diese Karte kommt, ist es ja klar, dass nicht für uns allen über eine Schwangerschaft spricht. Für eine Gruppe auf jeden Fall, aber nicht für allen. Weil für eine andere Gruppe könnte das hier sogar mit einer neuen Situation zu tun haben. Und das ist gerade, worüber ich gesprochen habe. Das Gefühl ist, dass im Monat Februar irgendeine neue Situation auf dich zukommen wird. Das kann mit neuen Projekten zu tun haben, mit Arbeit, mit einer neuen Person zu tun haben. Natürlich. Und das habe ich dir auch hier gesagt. Ich spüre hier, ich könnte hier über einen Wunsch reden. Das ist gerade mein Gefühl. Ich könnte hier über einen Wunsch reden. Für eine Gruppe, diesen Wunsch ist, ein Baby auf die Welt zu bringen, also ein Baby zu bekommen. Das wäre für eine Gruppe ein Wunsch, tatsächlich, aber sicher. Das Gefühl wäre, dass dieser Wunsch natürlich zur Erfüllung kommt. Das ist das Gefühl zumindest, was ich hier habe. Dass das zur Erfüllung kommt. Für eine andere Gruppe kann das auch damit zu tun haben, mit einer neuen Person zu tun haben. Seine neue Person. Auch einen Wunsch. Das Gefühl, was ich auch habe, ist, dass du das unserem Universum manifestiert hast. Mit deinen Gedanken hast du hier manifestiert, dass du entweder schwanger wirst oder eine neue Person kennenlernst. Eine Person, die aber mit dir irgendwie in der gleichen Schwingung ist. Ich denke sogar, zwei Personen,
die in der gleichen Schwingung sind tatsächlich. Das kann perfekt über Seelenpartner reden, habe ich dir aber auch gesagt. Nicht, weil ich das sage, sondern die Energie zeigt sich, ja. Und zwei Menschen, die in der gleichen Schwingung sind. Das ist, was ich hier spüre. Es gibt hier einen Wunsch, ja. Es ist ein Wunsch. Zwilling, ich sehe natürlich auch wichtige Entscheidungen, ne? Warum? Ich denke, Optionen sind ja da. Optionen sind ja da. Egal, worüber wir jetzt hier reden mit Optionen, weil du kennst ja deine Situation, aber die Optionen zeigen sich. Von da aus, ich könnte hier sogar eine Entscheidung sehen, eine wichtige Entscheidung. Zwilling, vorsichtig mit dieser Idealisierung. Ich idealisiere eine Person, ja? Also vorsichtig nur damit, will ich nur halt sagen. Und genau. Also das Gefühl ist hier sehr stark zu spüren. Schau mal bitte jetzt. In unseren, du weißt ja, wir hatten hier eine Blockade mit der Karte der Turm, eine Blockade, Internet funktioniert nicht, die Elektrogeräte zu Hause sind kaputt gegangen, bei mir ist die Heizung jetzt, etwas ist bei dir zu Hause gewesen, etwas, ja, ich denke gewesen, ich denke, das ist, im Februar ist das repariert, ja. Kann ich mir vorstellen, oder sogar kommende Woche. Diese Karte ist begleitet mit Ass der Münzen. Tatsächlich rede ich über deinen Zuhause. Ich rede über Eigentum hier, Zwilling. Wir reden hier über Eigentum. Das heißt, nochmals, deinem Zuhause. Sogar, dass du ein neues Haus kaufen möchtest oder ein Haus kaufen möchtest oder einen Umzug machen willst. Oder dass du irgendwie doch den Verkauf von einem Haus hier gibt, ist sehr viel Geld. Klar, diese Energie ist in eine Blockade, weil Münzen sind immer langsam. Münzen sind langsam. Ja, aber sicher. Langsam, aber sicher. Und dann, ich meine, tut mir leid, ich weiß nicht, was das heißt, aber Zwilling, diese Karte ist nämlich für dich auch gekommen. Naja. Also in Kombination mit diesen zwei Karten, also ich muss dir ehrlich sein, in Kombination mit diesen zwei Karten verstehe ich das hier nicht. Ich verstehe das hier nicht. Ich meine, vielleicht hast du eine Idee. Denn das hier, ich spüre hier Stabilität erstmal. Okay, Zwilling, kann das hier mit deinen Finanzen auch zu tun haben und die Blockade ist, dass man halt sich ein bisschen mehr auf die Finanzen fokussieren soll oder dass du deine Finanzen nicht aus den Augen lässt? Gibt es irgendeine Situation bei dir in deinen Finanzen, wo du mehr in Sicht halten solltest? Okay, ich spüre hier irgendwie eine Situation bei dir zu Hause repariert sich. Ja, eine bestimmte Situation repariert sich zu Hause bei dir und ich spüre hier etwas Neues ergibt sich hier automatisch. Du weißt, wie das ist, Zwilling, wenn ich eine Blockade in Balance bringe, wenn ich eine Blockade wieder in Ordnung bringe, ergeben sich neue Situationen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das Gefühl schon mal gehabt hast, du vermeidest eine Situation oder du verzögerst eine bestimmte Situation. Zum Beispiel, ich weiß, dass ich das und das machen muss, aber ich werde es irgendwann morgen oder übermorgen oder kommende Woche machen. Oder ich weiß, dass ich das und das vielleicht bezahlen musst, also dass ich da und da Geld schulde, aber ja, ich mache es schon, aber nicht morgen, sondern irgendwann, vielleicht kommenden Monat oder ich schaue mal. Also so ungefähr, du hast Sachen zu tun, Termine zu erledigen, die du nicht erledigst,
die du vielleicht für kommende Wochen, Monate verzögerst, ja? Und das spricht für dich über eine Blockade. Was heißt das? Solange du manche Situationen, Termine, Blockaden, die du so hast, nicht erledigst oder nicht reparierst, in Balance bringst und so weiter, solange wird das in eine Blockade sein und solange wird was Neues nicht reinkommen. Das Universum balanciert immer. Es muss immer einen Balance geben. Man muss sich über dieses Matrix leben, in diesem Matrix leben, muss ich mich über meine Termine kümmern, ich muss meine Termine nachgehen, die Sachen, die ich reparieren muss, machen muss, ich muss das alles nachgehen. Sonst bleiben wir in einem Turm und das ist ein Turm. Und ich bleibe in diesem Turm. Ich bleibe so lange in diesem Turm, bis ich die Situationen erledigt habe. Und dann ergibt sich neue Sachen. Vielleicht, das ist deswegen das Universum sagt ja. Mache das, weil sonst kommt das hier nicht. Solange du das nicht hier erledigst, haha. Ja, das Universum macht auch manchmal ein bisschen Witze. Weißt du, Zwilling? Das Universum macht natürlich mit uns auch ab und zu mal Witze, natürlich. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Man muss sich auch bewusst sein. Zwilling, Sachen, die du wegschmeißen musst zu Hause, kaputte Sachen, alte Sachen, putzen, aufräumen, Möbeln bewegen, das alles gilt auch. Also Sachen, die nochmals erledigt werden müssen, egal in welchem Bereich, worüber es jetzt gesprochen wird, das kannst nur du in deiner Situation wissen. Das sind Sachen, die wichtig sind, die erledigt werden müssen. Sonst das Universum macht natürlich mit uns weiter ein bisschen Witze und sagt, ja, solange du das hier nicht machst, kommt hier das hier nicht. Denn Zwilling, Monat Februar, du kannst mir das auch glauben, im Monat Februar, es kommt hier einen Wunsch für dich. Diesen Wunsch, den ich hier habe, hast du mal manifestiert, wie ich dir das jetzt gesagt habe. Und ja, ich sehe natürlich eine neue Situation bei dir. Sogar, dass diese neue Situation, die ich hier habe, durch einen Turm kommt. Schau mal, von diesem Orakel kam für dich, lass dir von deinen Freunden helfen. Ja, lass dir von deinen Freunden helfen. Und das sehe ich hier. Stell dir mal vor, du hast ein Problem zu Hause und du rufst irgendeinen Techniker, weiß ich, nochmals, wie ich es dir gesagt habe, du lass dir von jemandem helfen und durch diese Reparatur, was du da hast, wo du irgendwie Hilfe gebraucht hast, genommen hast, kommt die Liebe deines Lebens. Die Liebe deines Lebens, ja. Es sind nur halt jetzt alle Sachen, die man hier sehen könnte. Zwilling, ja. Ich spüre hier sehr viel Stabilität. Nochmals, das ist die Herrscherin hier und selbstverständlich ist das nicht. In deiner Unbewusstheit ist eine Königin der Stäbe, Sternzeichen Löwe, Schütze, Sternzeichen Widder. Alle drei Sternzeichen sind diese Legung. Löwe, Widder und Schütze. Alle drei Sternzeichen sind da. Königin der Schwerter. Hier sind jetzt zwei Königinnen, aber ich habe mehrere Menschen auf dem Tisch. Königin der Schwerter und schau mal, einen Baby-Bully. Das ist ein Bully von einem Baby. Zwei Königinnen und ein Baby. Zwei Königinnen und eine Wahrheit. Du siehst hier eine Herrscherin, eine Königin der Schwerter, Königin der Stäbe, ein Baby. Sind viele Menschen hier, Zwilling. Viele Menschen. Ich kann hier natürlich auch sogar mit meiner Schwiegermutter zu tun haben. Die Schwiegermutter. Oder ich kann nochmals mit eine familiäre Situation, wo mehrere Menschen hier involviert sind
und sogar Situationen, die ans Licht kommen, eine Wahrheit, die ans Licht kommt. Aber das habe ich dir vorher gesagt. Ja, das habe ich dir vorher gesagt. Nochmals, ja, Babys sind hier. Also das ist ja mal sicher. Und das spricht nicht für uns alle, aber Babys sind hier. Und ich denke, ich rede sogar über eine Schwangerschaft, die man erfährt. Ich erfahre, dass jemand schwanger ist. Ja. Irgendwie schon. Schau mal in deinem Bewusstsein, die Karte der Eremit, Sternzeichen Jungfrau, Königin der Kelchen, Wasserelement. Und von meinen Karten kam diese hier. Für mich ist das hier zwei der Kelchen. Zwei der Kelchen. Zwei der Kelchen zeigt sich bei dir oft das. Also ich spüre hier, das Gefühl wäre, ich spüre hier eine Langzeitbeziehung und eine neue Person. Zum Beispiel, weil wir haben ja hier so eine Situation gesehen, ja? Wenn ich jetzt in einer Langzeitbeziehung bin oder war, ich weiß es nicht, wie bei jeder das spricht, das kann ich nicht wissen, aber wenn ich jetzt in einer Langzeitbeziehung noch bin oder war, ja, es gibt eine andere Person hier, eine Königin der Kelche. Du siehst ja, Zwilling, schau mal, wie viele Menschen hier sind. Und du kennst ja, es ist nicht immer so, dass so viele Menschen erscheinen. Aber hier sind wichtige Energien. Königin der Stäbe, Königin der Kelche, Königin der Schwerter. Wasser, Luft, Feuer. Ich spüre hier Klarheit. Also Zwilling, irgendwie eine Erleuchtung. Eine Erleuchtung. Mir ist es klar, dass diese Person mein Seelenpartner ist. Mir ist es klar, dass diese Person meine Zwillingsflamme ist. Ich weiß, dass diese Person mit mir eine Seelenverbindung hat. Aber wie ich dir vorher ganz am Anfang gesagt habe, Zwilling, nochmals, das ist nicht das Wichtigste. Ist es nicht. Seelenverwandte haben wir viele. Von da aus, du kannst mit mehreren Seelenpartnern zu tun haben, sogar gleichzeitig, natürlich. Und von da aus, also das ist nicht das Wichtigste. Zwei Menschen müssen in der gleichen Schwingung sein, damit diese zwei Personen zusammen bleiben können. Wenn das nicht der Fall ist, das Universum erlaubt das nicht. Und das würde für uns heißen, fokussiere dich um dich, arbeite an dir dran. Ja? An diesen Loslassen und so weiter. Weil das ist das Wichtigste. Wichtig ist, dass du dich um dich fokussierst, an dir dran arbeitest, dass du deinen spirituellen Weg machst, deine Arbeit machst. Wichtig ist nicht, dass du erfährst, diese Person ist meine Zwillingsflamme und ich muss tatsächlich bei dieser Person bleiben, weil meine Zwillingsflamme ist. Nein, falsch. Das würde wieder nur nochmals über eine Abhängigkeit reden, über einen ich brauche die Person und das ist nicht das, was das Universum von uns verlangt. Das Universum möchte, dass wir dieses Loslassen lernen, denn wir sind in diesem Leben allein auf die Welt gekommen und das Leben hier werden wir auch allein verlassen. Ja? Niemand wird für mich sterben, das werde ich ganz allein machen. Genau mit dir das Gleiche, Zwilling. Von da aus diese Abhängigkeit loslassen und sich an sich selbst fokussieren. Diese Arbeit ist wichtig hier. In Wirklichkeit, wichtig ist nicht der Seelenpartner oder der Zwillingsflamme, das ist nicht wichtig. Wichtig bist du. Du bist wichtig. Du musst dich um dich fokussieren. Das ist die Botschaft tatsächlich. Das ist die Botschaft. Kümmere dich um dich. Fokussiere dich um dich. Nicht um das, was die anderen machen, was die anderen sagen, was die anderen meinen, egal ob Familie, egal ob Kinder, egal ob Wunschpartner, egal wer. Also nicht das, was andere machen oder sagen oder überhaupt, sondern fokussiere dich um dich. Zwilling, in deiner Vergangenheit, und das spricht für den heutigen Tag eigentlich, ist sechste Schwerter, Ritter der Kelchen und einen Computer.
Also man kommuniziert sich durch Internet. Internet ist hier wichtig. Das spricht hier über eine Nachricht, natürlich. Eine Nachricht, eine Kommunikation über Internet. Einer Person, die sich wieder versöhnen will, Zwilling. Vielleicht hast du mit so einer Person zu tun, jemand sendet dir eine Nachricht. Ich meine, diese Kombination hier spricht ja über eine Vergangenheit, die vielleicht noch geschehen kann, weil es spricht für Januar eigentlich. Diese Kombination spricht für Januar, für die Vergangenheit. Und die Legung ist ja für Februar. Und ich sehe hier eine Kommunikation. Über Internet eine Nachricht einer Person, die irgendwie sich versöhnen möchte. Eine Person, also ich habe mit dieser Person bereits schon Konflikte gehabt oder Situationen gab es hier schon mit dieser Person. Das ist keine neue Person hier jetzt. Du bekommst eine Nachricht über Internet oder eine Kommunikation über Internet. Wasserelement ist hier. Sternzeichen Fische, Krebs, Skorpion. Mit dieser Person hast du schon was gehabt. Diese Person kommuniziert sich mit dir über Internet, möchte sich wieder versöhnen. Aber so wie ich das hier sehe, Zwilling, hier sind viele Menschen. So wie ich das hier sehe. Hier sind viele Menschen. Du hast ich rede jetzt für eine Gruppe, aber das Gefühl wäre, du hast gleichzeitig mit mehreren Menschen irgendwie Kontakt. Du nimmst mit mehreren Personen Kontakt auf. Es gibt schon hier eine wichtige Entscheidung zu treffen, aber es ist wichtig, dass du gut unterscheiden kannst. Sehr wichtig sogar. Wenn du mich fragst, das von der Vergangenheit, würde ich in der Vergangenheit lassen. Alles, was du von der Vergangenheit jetzt wieder in diesen Gegenwart nehmen willst, ist falsch. Alles, was du von dieser Vergangenheit zurück in der Ge in diesen Gegenwart nehmen möchtest, ist falsch. Schau mal jetzt Zukunft. Erste Stäbe, siebente Stäbe, viel Feuerelement bei dir, Zwilling, und Face Care. Also hier steht Face Care. Zwilling, also ich sehe hier eine Leidenschaft. Ich sehe hier diesen Fitnessstudio. Dieses Kosmetikstudio sogar für eine Gruppe, dass du in einem Kosmetikgeschäft arbeitest, dass du Kosmetikerin bist oder Kosmetiker halt, dass du irgendwie, ich spüre hier eine Leidenschaft, dass du eine Person durch die Arbeit kennenlernst. Durch deine Arbeit, wenn du, ja, zum Beispiel, ich bin Kosmetikerin und ich lerne eine neue Person jetzt kennen. Oder andersrum, du lernst eine Person kennen durch seine oder ihre Arbeit. Es gibt hier eine neue Leidenschaft. Ich spüre hier sehr viel Energie. Sehr viel Energie, sehr viel Feuer, sehr viel Aktivität, sehr viel Leidenschaft, ja. Ich spüre hier so eine Situation. Sehe ich nämlich auch eine Person. Entschuldigung, Zwilling. Entschuldigung, sehe ich hier auch eine Person, wie ich es dir vorher gesagt habe, in der Vergangenheit, die sich versöhnen möchte? Ja. Ich sehe schon eine Person, die von der Vergangenheit, die sich versöhnen möchte, aber jemand stellt sich auf eine Defensive hier. Jemand schützt sich, stellt sich auf eine Defensive. Ja. Zwilling, also Sternzeichen Krebs, Sternzeichen Schütze, Sternzeichen Zwilling, Zwilling jetzt, ja, vielleicht auch, vielleicht Sternzeichen Zwilling wie du, Sternzeichen Fische,
Löwe ist gerade hier, spüre diese Energie von diesen Sternzeichen, ja? Krebs, Fische, Schütze, Löwe sind hier zu spüren. Schau mal bitte in deine Gefühle, habe ich einen König der Münzen. Du siehst ja, ich habe alle Elemente auf dem Tisch, Zwilling, alle Elemente. Also Wasser, Feuer, Luft, Erde. In deine Gefühle gibt es einen König der Münzen. Stier, Steinbock, Jungfrau. Ist eine stabile Energie nochmals. Hier rede ich nochmals über viel Stabilität. Ja. Ja. Begleitet mit fünfter Stäbe, aber ich sehe gerade, fünfte Stäbe ist auf dem Kopf. Ja. Fünfte Stäbe ist auf dem Kopf. Also irgendwie normalerweise fünfte Stäbe hat mit Konflikten zu tun, ja, mit mehreren Beteiligten, aber irgendwie ist auf dem Kopf, ja. So ungefähr, ich möchte meinen Frieden, ich möchte im Frieden sein, ich möchte keine Konflikte, ich möchte kein Ärger, irgendwie, ich möchte Frieden, ja. Normalerweise fünfte Stäbe gerade spricht ja nochmals über Veränderungen und Konflikte. Und dann drei der Kelchen. Kam diese Karte nämlich auch. Also drei der Kelchen und fünfte Stäbe wurde schon mit mehreren Menschen nochmals zu tun haben. Das habe ich ja hier. Ich habe es ja hier. Ich habe viele Menschen irgendwie hier. Mehrere Beteiligten, vielleicht nochmals Eifersucht sogar. Das könnte nämlich auch möglich sein. Also, dass ich hier manche oder irgendeine Person hier eifersüchtig ist, etwas dramatisch ist, etwas kompliziert ist, Zwilling. Irgendwie eine Person, die Probleme macht, Ärger macht, Menschen, die sich da rein mischen möchten oder. Zwilling, die Kombination hier, wenn ich dir ehrlich bin, König der Münzen, fünfte Stäbe und drei der Kelchen. Ich würde denken, ich rede hier über eine Person, die in einer Beziehung ist, muss nicht für dich reden, vielleicht für eine Person halt, die in einer Beziehung ist, tatsächlich in dieser Komfortzone ist, aber irgendeine dritte Person doch da ist. Ja. Das wäre das Gefühl hier. Aber fünfte Stäbe auf dem Kopf deutet ja, ich möchte keine Konflikte. Ich möchte keine Konflikte und ich möchte meinen Frieden. Und das ist das, die Energie bei dir, Zwilling. Dass du in deinem Frieden sein möchtest, dass du keine Konflikte möchtest. Dass du bist in dieser Komfortzone, dir geht es ja gut. Finanziell gesehen wird es besser gehen bei dir. Und das ist das Gefühl hier. Und wenn ich hier diese dritte Person sehen würde, das Gefühl wäre, dass man das nicht möchte. Ich möchte, ja, wie gesagt, ich möchte in meinem Frieden sein. Aber Zwilling, schau mal bitte nochmals hier, was du von außen anziehst, ja, die Mäßigkeit. Sternzeichen Schütze nochmals. Ich habe gerade über Frieden gesprochen, Zwilling, und das ist die Karte, die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit spricht schon über Frieden. Ja, ich bin in meinem Frieden, ich möchte Frieden, ich möchte keine Konflikte. Ja, die Karte, die Mäßigkeit spricht über Geduld. Und diese Karte zeigt sich auch hier auch. Schau mal, begleitet mit der Karte die Liebenden. Und die Familie, Zwilling. Zwilling, also in wenigen Worten, das ist hier eine kleine Bestätigung. Ich sehe eine familiäre Situation tatsächlich hier. Ich sehe vielleicht sogar eine komplizierte familiäre Situation hier. Aber wo man mittlerweile sagt, ich möchte Frieden, ich möchte keine Konflikte, ich möchte tatsächlich hier die Entscheidung treffen und ich möchte keine Konflikte. Die Karte der Liebenden ist eine Karte, die mit ein bisschen Chaos verbunden ist. Ein bisschen Chaos und Konflikte natürlich, weil mehrere Beteiligten sind. Und über mehrere Beteiligten reden wir die ganze Zeit bei dir. Hier ist die ganze Familie. Hier sehe ich auch mehrere Beteiligten. Der König der Münzen, nämlich auch. Das sprichst du bei einer Person, die eine verheiratet ist. Familie hat.
Und ja, und möglich auch entweder eine dritte Person da ist oder wir reden hier über Liebhabern vielleicht sogar. Und irgendwie eine ziemlich komplizierte Situation spüre ich hier, Zwilling, wo eine Person jetzt sagt, schau mal, ich möchte nur meinen Frieden. Ja, also ich möchte tatsächlich nur meinen Frieden. Heilung nämlich auch, ja, Zwilling. Die Mäßigkeit spricht auch über eine Heilung. Schau mal, ich spüre hier auch, schau mal, vier Schwerter hat nochmals mit einer Heilung zu tun, mit Frieden zu tun, mit Ausruhen. Vielleicht braucht man mehr Schlaf. Ja, man muss sich viel mehr Zeit für sich nehmen zum, ja. Die Karte der Teufel, Sternzeichen Steinbock, ist bei dir auf den Würfeln nämlich auch gekommen. Steinbock. Und Zähneputzen steht da, ne? Also, ich meine, hier ist der Zähneputzen, Zwilling. Ich sage dir nur, was ich sehe. Also, vielleicht musste man einen Termin beim Zahnarzt schon mittlerweile machen, dass vielleicht diese immer wieder diese Untersuchungen beim Zahnarzt mal, ja. Gut, ich meine, interessant ist die Karte schon. Ich sehe ja hier auch die Familie. Die Familie und ja, man kümmert sich natürlich auch um den Kindern und es ist irgendwie die Familie hier zu sehen. Hat das hier mit einer Heilung zu tun? Bekam man eine Krankheit durch eine bestimmte Situation? Weil Zwilling, und das spricht nur für zwei Personen, aber ich könnte hier sogar eine sexuelle übertragene Krankheit auch sehen. Und jetzt wirst du sagen, wo kommst du jetzt so plötzlich her? Ja, wo kommt diese Information her? Ich sage dir nur, wenn ich das spüre. Musst du vielleicht doch lieber einen Termin beim Zahnarzt machen oder irgendwie ich meine, die Karte der Teufel ist ja da. Die Karte der Teufel ist da und die Pflege ist hier. Man könnte hier schon mit einer irgendwie. Und da ich natürlich hier mehrere Menschen sehe, wir wissen ja, oder? Wir wissen ja, wie das ist. Also, wenn ich mehrere Menschen sehe, wenn wir hier sogar mit einer Dreierbeziehung zu tun haben könnten, eine dritte Person, sogar dass man mit verschiedenen Menschen vielleicht sexuell zu tun hat. Ja, ich habe heute mit dir sexuell was zu tun und morgen habe ich mit jemand anderem auch sexuell was zu tun. Es ist ja klar, dass diese Krankheiten kommen könnten. Sexuelle übertragene Krankheiten. Dass man hier gesundheitlich krank war. Also eine Person hat sich zum Beispiel eine Krankheit jetzt ja, genommen durch eine andere Person. Schau mal bitte jetzt, Zwilling. Weißt du, was ich interessant finde, Zwilling? Das hier hatten wir diese Zähneputzen, ja, hat mit dem Mund zu tun. Vorsichtig. Alles, was wir durch den Mund nehmen, ja. Vorsichtig, natürlich. Ich meine, ich brauche nicht viel zu sagen. Ich meine, vorsichtig, natürlich. Und dann kommt auch Face Care. Face Care, und hier siehst du auch das Gesicht. Die Reinigung, das Gesicht, die Zähne, der Mund, Face. Also, verstehst du, was ich meine? Ich finde es nur interessant. In manchen Fällen, du kommst darauf, dir fällt nichts ein jetzt. Könnte möglich sein. Dann spricht natürlich nicht für dich. Aber ich finde es halt nur interessant, diese Kombination hier. Vorsichtig, was man halt alles durch den Mund nimmt. Durch den Mund kommen die Krankheiten. Und natürlich auch sexuelle übertragene Krankheiten, natürlich. Ich bin mir gerade überzeugt mit dieser Botschaft.
Und was ich nur sagen möchte, ist, wenn du sagst, das spricht nicht für mich, ist halt nicht für dich, aber du musst das auch nicht persönlich nehmen. Ich sage nur, gerade mit dieser Botschaft, die ich hier habe, die ich gerade gebe, bin ich mir überzeugt. Und es ist sicher, dass diese Information hier ist, meine ich jetzt. Dass diese Botschaft hier ist. Ist tatsächlich so. Ergebnis, Zwilling, für Monat Februar habe ich Rate Schicksals. Also halt dich fest, es kommen Kurven, ne? Es kommen klare Kurven. 180 Grad Veränderungen. Im positiven Sinne für dich. Zweite Kelchen, begleite mit zweite Kelchen. Eine Situation im Februar, Zwilling, Achtung hier. Eine Situation im Februar für dich hat mit dem Schicksal zu tun. Ich spüre hier eine wichtige Situation, die auf dich zukommen wird. Das kann natürlich mit einer neuen Person zu tun haben. Und ich rede über neue Personen. Wirst du natürlich mit der Vergangenheit zu tun haben? Ja. Aber rede ich darüber, über eine positive Situation? Nein. Ja, ich rede nicht über die Vergangenheit für eine positive Situation. Weil es gibt einen Grund, warum die Vergangenheit Vergangenheit heißt. Und warum eine Person in der Vergangenheit geblieben ist. Es gab immer einen Grund, warum es so war. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Vergangenheit soll bleiben da, wo sie ist, in der Vergangenheit. Und du hast hier eine neue Situation. Zwilling, wir haben schon in den vorherigen Legungen, wöchentlich, kam bei dir auch diese zweite Kelchin schon mal als Energie. Und ich denke nochmals, es gibt eine wichtige, neue Situation in deinem Leben, was mit dem Schicksal zu tun hat. Und ich denke, wir reden über eine neue Person. Nenne mich verrückt, aber das ist was das Gefühl, was ich hier habe. Schau mal bitte jetzt, Zwilling. Hinter dem Deck habe ich dir ja gezeigt, kam für dich diese Karte. Lass dir von deinen Freunden helfen. Also in manchen Fällen holst du dir Hilfe für eine bestimmte Situation bei dir zu Hause, habe ich dir schon gesagt. Und da kommt die Liebe. Zum Beispiel. Die Karte sagt dir, wenn du Hilfe brauchst, hol dir Hilfe. Wenn du in einer Situation nicht weiter kannst, hol dir Hilfe. Rede mit den Engeln, mit Jesus, mit Gott, mit Allah, mit dem Universum, mit den Engeln. Redet mit denen, du wirst angehört. Glaube daran und vertraue. So einfach wie das. Wir manifestieren, wir sind der Magier unserem Leben. Ja, glaube daran, rede mit denen. Gebe deinen Last dem Universum und du bekommst Hilfe. Du musst aber daran glauben, oder? Du musst aber es aussprechen. Du musst es aussprechen, mit denen reden. Und aus dem Knie gehen und beten kannst du auch, Zwilling. Die andere Karte hinter dem Deck war des Wartens wert. Also göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Diese Karte ist diese hier. Die gleiche Karte. Erzengel Raphael, die Gesundheit, ist hier. Erzengel Michael, Gabriel, des Wartens wert. Göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Lebens. Es ist nicht alles umsonst. Alles hat einen Grund, warum die Sachen so geschehen. Und schau mal, achte auf die Warnsignale. Zwilling. Alles ist ein Zeichen. Alles ist ein Zeichen. Das hier gerade ist ein Zeichen für dich. Alles ist ein Zeichen. Schau mal bitte. Internet funktioniert bei dir zu Hause nicht. Das ist doch ein Zeichen. Was mache ich, wenn Internet bei mir nicht funktioniert? Ja, erstmal drehe ich durch. Ich drehe durch so ungefähr, oh Gott, jetzt kann ich nicht arbeiten, oh Gott, wie mache ich das und so weiter und so fort. Ich drehe durch. Anstatt ich warte, also erstmal denke und überlege, das hier,
dass bei mir Internet nichts funktioniert, ist eine Blockade, etwas, ist ein Zeichen, etwas will mir das Universum sagen. Zum Beispiel, du hast eine neue Person irgendwie kennengelernt. Oder eine Person der Vergangenheit, die du schon lange kennst und meldet sich ständig bei dir und so weiter. Plötzlich bekommst du eine Blockade bei dir zu Hause. Internet funktioniert nicht oder wie gesagt, die Waschmaschine funktioniert nicht und so weiter. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Warnsignal. Achte auf die Zeichen, Zwilling. Die Zeichen warnen dich. Das ist hier ein Zeichen vom Universum. Ist das jetzt, was war bei dir hier? Was war kaputt bei dir zu Hause? Das ist doch ein Zeichen. Hast du in dem gleichen Moment Kommunikation über Internet mit jemand Bestimmtes gehabt? Wer war diese Person? Denn die Blockade ist die Person. Verstehst du, was ich dir sagen möchte? Alles ist ein Zeichen. Überhaupt, lass dir helfen. Zum Beispiel, eine Person meldet sich bei dir über Internet, wo du halt wieder deinen Kopfschmerzen bekommst, weil du bekommst da deinen Kopfschmerzen und denkst, oh je, schon wieder, nein, bitte, und jetzt und so weiter. Ne? Was sagen dir die Engel? Lass dir doch von uns helfen. Rede doch mit uns, was willst du? Lasse deinen Last auf uns und wir helfen dir doch. Glaube daran. Dann senden dir natürlich Warnsignale. Siehst du diese Warnsignale? Weil du bekommst Warnsignale. Von Erzengel Michael kam für dich bewacht und beschützt. Du bist bewacht und beschützt. Halte deinen Blick auf das Ziel deiner Intentionen gerichtet. Fokussiere dich nur da, wo du, was du möchtest. Du bist bewacht und beschützt. Ne? Deswegen die Karte der Turm. Ah ja, die Karte der Turm fühlt sich so kompliziert und so. Ja, bewegt deinen Boden auf jeden Fall, weil du bewacht und beschützt wirst. Ja, Achtung, Achtung ist das ungefähr. Achtung, Achtung, vorsichtig. Vorsichtig, will dir der Turm sagen. Ja. Fokussier dich um dich. Schau nirgends woanders. Denn Gott sitzt am Ruder. Mein Gott, Zwilling, ich bekomme Gänsehaut gerade. Ich bekomme Gänsehaut. Ich könnte gleich weinen hier. Ja. Also Gott sitzt am Ruder bei dir. Denn du bist bewacht und beschützt. Fokussier dich doch weiter nur um dich. Nur um dich. Und alles wird gehen. Alles wird gehen. Ja. Ich weiß nicht, was das hier ist, Zwilling, aber du musst es doch wissen. Schau mal, von unseren Maria Magdalena kam für dich die Nummer 22, das Wort Erotik. Auf den Würfeln Nummer 11, habe ich dir ja gesagt, Nummer 11 und 22, wir reden über wichtige Nummern. Also die sind schon göttliche Nummern hier, spirituelle Nummern. Die magnetische Anziehungskraft der Liebe wohnt in dir. Es wird berichtet, dass Maria Magdalena Jesus mit dem Öl so salbte, dass der Duft der Salbung den ganzen Raum erfüllte. Jesus sie mehr liebte als seine Jünger und sie außerdem gerne küsste. Erotik bedeutet zu Liebe gehörig, die Liebe betreffend. Sie wird der sinnlichen Liebe, die Körper, Geist und Seele umschließt, zugeordnet und bezeichnet die Anziehungskraft zwischen Menschen, die empfänglich für die Liebe sind. Erst später wurde Erotik abgewertet und nur noch auf das sexuelle Empfinden ausgerichtet. Erotik umfasst
die magische Anziehungskraft der Liebe. Sie kann aus dem Anblick der Stimme, der Sprachmelodie, der Körperhaltung, den Handlungen, der Geist, der Gestik und der Mimik hervorgehen. Sie öffnet die feinstofflichen Tore und sendet Signale der echten Liebesbereitschaft aus. Sie beflügelt die Fantasie und regt die Kreativität an. Was ist dein erotischer, anziehender Bereich? Wo fühlst du die feinen, anregenden, magischen Frequenzen der Liebe, die dich beflügeln und höher tragen? Wo fühlst du Anziehung in dir und in deinem Partner? Ich öffne die Sinne für die Liebe. Wow, 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 wow. Zwilling, das ist tatsächlich hier Erotik. Das ist Erotik. Also ich spüre hier eine starke Anziehung für eine Person. Das ist Erotik pur. Das ist eine sehr hübsche Person. Das ist das alles, was ich gerade hier gelesen habe. Diese Karte, glaube ich, habe ich sehr wenig bekommen bis jetzt. Diese Karte Erotik. Und wirklich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich diese Karte das letzte Mal hatte. Deswegen habe ich die Karte noch nicht so gelesen und es fällt mir ein bisschen schwer mit manchen Worten. Aber Zwilling, das ist Erotik pur hier. Das ist Erotik pur. Das ist Erotik pur, was ich hier habe. Zwilling, inwieweit du jetzt mit dieser Energie in Resonanz kommst, weiß ich gar nicht. Ich sage dir halt nur, die Energie zeigt sich sehr stark bei dir. Habe Vertrauen. Ja, habe Vertrauen. Du wirst göttlich geführt. Vertraue deine Wahrnehmung. Du bist auf dem richtigen Weg. Zwilling, es ist wichtig, dass du die Zeichen lesen kannst. Ja, es ist wichtig. Und geben kommt vom Herzen. Geben kommt von Herzen. Alles Gute, das ich gebe, gebe ich mir selbst und es kommt immer wieder Gutes zu mir zurück. Tja, das ist dieses Geben und Nehmen, ja? Also ich gebe vom Herzen, gebe ich und das bekomme ich vom Universum zurück. Zwilling, in wenigen Worten muss ich dir schon sagen, ich sehe hier eine neue Person im Monat Februar und das hat mit dem Schicksal zu tun. Das spricht hier über den Schicksal für dich. Ich rede hier über eine wichtige Seelenverbindung auch. Ich rede hier über eine gesunde, neue Situation oder Person für dich. Und ich sehe hier viel Leidenschaft, Motivation in diese neue Situation für dich. Ich denke, wir reden hier bei dir auch über eine Heilung. Möglicherweise, man ist in einer Heilung von einer toxischen Situation. Das wäre das Ideale hier, dass man in eine Heilung kommt. Denn ich denke, man hat hier ziemlich heiße Träume, ja, über eine bestimmte Person. Starke Energie. Zwilling, eine starke Energie. Sehe ich diese Entscheidung hier, wie ich dir vorher gesagt habe, ja, man sieht hier eine Entscheidung, ja. Denn eine Dualität ist hier schon. Aber Zwilling, was auf dich zukommt, hat mit dem Schicksal zu tun, das kann man nicht, da können wir nichts beeinflussen. Das ist hier Schicksal und es wird so kommen, weil es so kommen muss. Also, das ist für dich so bestimmt. Es muss so kommen, weil es einfach für dich so bestimmt ist. Ja? Das kann man nicht verändern. Das ist vom Universum, das kommt vom Universum, das ist Schicksal. Da habe ich gar keinen Einfluss selbst drauf. Ich habe gar keinen Einfluss drauf.
Und nicht vergessen, ich denke, wie ich dir vorher gesagt habe, sind Menschen, die sich reinmischen möchten, eifersüchtig sind, neidisch sind und so weiter und so fort. Das kann alles schon gut möglich sein. Du hast natürlich nochmals mehrere Optionen hier, das haben wir auch gesehen. Aber ich denke, du wirst schon unterscheiden können, was für dich gut ist und was nicht gut ist. Denn die Zeichen sind da, die Signale sind da. Also achte auf die Zeichen vom Universum. Die warnen dich, die Zeichen warnen dich. Und das ist hier sehr deutlich. Ja, vergesse nicht, was ich dir im Video gesagt habe. Verbinde manche Blockaden mit manchen anderen Situationen. Verbinde das, weil das hat einen Sinn. Also ja, eine Person der Vergangenheit versucht, dich wieder zu erreichen oder zu kontaktieren. Schaue, was in dem Moment geschieht in deinem Umfeld. Was ist da noch alles? Ja, plötzlich gehen bei mir die Sachen kaputt. Plötzlich fällt, ja. Achte auf die Warnsignale. Folge die Stimme deines Herzens. Du irrst dich nicht. Ja, bleibe dir selbst treu. Also sind wir nicht wichtig für uns selbst, oder wie? Bin ich mir nicht wichtig? Ich bin mir schon wichtig. Ich bleibe mir selbst treu. Von da aus, ich achte auf die Signale. Und wenn etwas mir sagt, da ist es nicht, das ist nicht der Weg, dann ist das nicht der Weg. Ja. Und dann plötzlich geschehen Sachen bei mir. Plötzlich geschehen Sachen hier. Plötzlich geschehen Sachen hier. Zwilling. Die Energie für Februar ist positiv. Das ist meine Botschaft für dich. Die Energie für Monat Februar ist sehr positiv für dich. Ja? Das ist meine Botschaft an dir. Ich danke dir für deine Likes, für deine Abos, Zwilling. Dankeschön und bis bald. Schönen Wochenbeginn. Tschüss.